Es schützt die alten Geschäfte des der alten Regierung des Abyss. Aber nun kann keiner mehr sagen, was hinter den Türen liegt, weil es halt zu lange her ist. Wie die Schalter genau funktionieren, weiß auch keiner. Aber es wird gesagt, dass man das Geheimnis erkennen kann durch die genaue Betrachtung der Artefakte von unserem Orden. Ich habe nicht die Geduld für solche Forschungen. Aber vielleicht jemand, der diese hat, wird das Mysterium lösen können. Also ein Artefakt von dem Orden, vielleicht ein Talismanteil. Was mit dem Wassergebiet? In der Nähe des Vulkanschafts ist eine Reihe von Wasserfällen, die zu zwei Tümpeln führt. Einer ist sehr schwer zu erreichen, zumindest von unserem Gebiet aus. Aber es wird gesagt, dass es einfach dorthin zu kommen ist, wenn man von dem Echsenvolk reist. Vielleicht könnte doch bloß einer von uns ihre Sprache lernen. So könnten wir eine einfache Route finden. Gut, dass wir die Sprache können. Ein zweiter Pool ist etwas abgeschieden. Ja, Was mit den Trollen? Sie sind gemeingefährlich und gefährlich. Ich würde sie unwürdig taufen. Aber das war nicht Kabiros Weg. Und ich versuche, den Seinen zu meinem zu machen. Sie sind, um der Wahrheit Ehre zu geben, ehrenhaft auf ihre eigene Art. Aber nur noch wenige von ihnen halten an den alten Werten fest, also den von Kabiros. Manche von ihnen haben sich zurückentwickelt zu ihrer gewalttätigen Art. Sie sind Monster und ziemlich starke Monster. Wie kann ich durch ihr Gebiet durch? Du musst nicht durchgehend kämpfen, um durch ihr Gebiet zu kommen. Im Süden, wo die Haupthalle war, gibt es immer noch Trolle mit Respekt für Kabiros Vorhaben. Aber die dunklen Trolle sind noch stärker als ihre Cousins. Dunkle Trolle, okay. Pass außerdem auf in den nördlichen Gebieten unseres Reiches. Es wurde von Spinnen, Kopflosen und Schlimmerem heimgesucht. Diese Monster werden schon genug Schaden verursachen. Also greife die Trolle nicht an, wenn du nicht provoziert wurdest von ihnen. Und wie ist dein Orden hier in den Abyss gekommen? Wir kommen von Jellom, die edelste Stadt in Britannia. Ich bin bei ihnen allen gewesen und es gibt keine, die sich mit dir messen kann. Es ist sicherlich eine schöne Stadt. Die Kolonie des hier im Abyss war eine Meisterleistung der letzten Jahrzehnte. 8 Kulturen in einer Umgebung vermischt und alle kamen miteinander zurecht. Wir hatten Bankette, die spektakulär waren, das kann ich dir sagen. Sie können sich mit den größten Partys messen, die selbst Jellom anbieten konnte. Wir haben uns alle hier im Nordosten versammelt, in der Banketthalle. Wir würden die ganze Nacht aufbleiben und essen, trinken und so weiter. Ja, jetzt kämpfen wir alle für Essen und Raum. Wahrhaftig, der Tod von Kabiros war der Tod der Kolonie im Stygienabyss. Dennoch versuchen wir, unsere Ehre aufrechtzuerhalten. Und dem Traum. Vielen Dank für deine Zeit. Das waren wirklich eine Menge Informationen. Aber definitiv hilfreich. Trotzdem würde ich doch ganz gerne Rüstung kaufen. Was soll hier der Rüstungsschmied sein? Standarte der Ritter. So, was ist das für ein Buch? Ein unbeschädigtes Buch und es gehört niemandem. Da steht Belonging to a Knight, beim Buch steht nix. Zack. Ein Buch, mit Hilfe dessen Eltern ihre Kinder beängstigen.
Mundane schlägt zurück. Mundane ist der Bösewicht gewesen. Hier war der erste Offizier. Mal gucken, was der erste Offizier sozusagen hat. Wenn er denn da ist. Oh. Hallo, Frau. Die Anführerin war doch auch eine Frau. Okay. Ich heiße dich willkommen in der letzten Bastion der Zivilisation im Abyss, Reisender. Warum müssen Menschen immer so anmaßend sein? Es gibt ja noch jede Menge andere Bastionen der Zivilisation, gute Frau. Das Unglück der letzten Jahre, nein. Es war dein Unglück, durch die anderen Ebenen dieses Niemandslandes zu reisen. Und ich bin nicht verwundert, dass du denkst, dass alle Zivilisation verloren war. Sei es drum. Wir kümmern uns immer noch um den Traum von Kabirus und die 8 Tugenden. Okay. Ich dachte, alle haben diesen Traum aufgegeben. Nein, wir arbeiten immer noch dran, die glorreichen Tage zurückzubringen. Es gibt immer noch Hoffnung für die Rassen der Kolonie. Sie widerspricht sich gerade. Es gibt immer noch Hoffnung, falls die Rassen der Kolonie wieder zurück zu den Tugenden finden. Und zueinander. Jedoch glaube ich, dass es nicht besonders viel Hoffnung geben wird. Denn die meisten der Dwellers, also der Einwohner in dieser Kolonie, haben vergessen, was sie einst von ihrer Richtung wussten. Vor einigen Monaten kam jemand von oben und stahl einen meiner größten Schätze aus Kabirus Tagen. Was wurde gestohlen? Wir haben viele kleine Dinge verloren, hauptsächlich aus den Lagerhallen. Alle unsere Fackeln und Laternen wurden genommen, einige Essensvorräte, aber hauptsächlich Lichtressourcen. Oh, das könnte der Fackelmann gewesen sein. Sehr komisch. Ja, der größte Loss war jedoch der Taper of Sacrifice. Das hört sich nach einem der Talismane an. Es wurde hergestellt von Sir Kabirus selbst und verzaubert durch die Tugenden oder beseelt mit den Tugenden. Wir haben es in unserem Schrein hier aufbewahrt. Dort lag es für 3 Jahre. Aber eines Tages kam ein Mann. Er hat geredet und geredet, also eher wahnsinnig geredet. Ja, wir haben ihn aus Höflichkeit hier gelassen. Er hat angefangen, umherzulaufen und Kerzen und dergleichen einzusammeln. Wir waren alle viel zu schockiert, um zu reagieren. Dann hat er das Taper genommen und ist weggelaufen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir in Rüstung waren und fertig, ihn zu verfolgen, war er schon weg. Eine Tragödie. Was für ein inkompetenter Haufen. Da ist ein Bettler in Lumpen und was weiß ich, der sich Kerzen schnappt. Und anstatt ihn einfach umzuhauen, lauft ihr erstmal los und sammelt eure Rüstung ein? Was zur Hölle? Ich werde diesen Taper suchen. Ich wünsche dir viel Glück. Sind doch alle völlig durch hier. Okay, erster Offizier hat uns wenigstens den Hinweis gegeben, dass der Fackelmann eines der Talismane hat. Oh, die sollten wir nicht nehmen. Sir Averill. Oh, die Punkte sind silbern und gold. I. Das, wie notiere ich mir das? Silber, Silber, Gold? Okay, SSG. Sir Averill. Silber, Silber, Gold. Okay. Und du?
Sir Leonir. S. G. G. Sir Leonir. Das I da zu dem S, das G zu dem I, das G zu dem I. Es werden definitiv Schalter sein. Weil der eine Ritter meinte ja auch, dass wenn man die Geschichte oder Artefakte des Ordens, ach du gute Güte, sich durchliest und forscht, dann wird man schon irgendwie drauf kommen. Eine Schriftrolle, ein Buch. Und alle haben kein, dem es gehört. So, gucken wir uns die beiden erstmal an. Der Irrgarten beinhaltet viele Kammern. Eine, es wird gesagt, dass eine von ihnen zu einer Kammer führt, die einst von Rittern benutzt wurde. Das ist eine absolut sinnlose Nachricht. Danke. Um in das Ungesehene zu kommen, spring durch das Gesehene. Also irgendwo müssen wir springen. Du und du. Lorn ging in das Heimatland der Trolle, in der Hoffnung, einen Schrein zu bauen. Okay. Der Irrgarten ist verschlossen mit einem Schlüssel, der nun verloren gegangen ist. Die schreiben echt sehr interessante Leute Sachen auf hier. So. Ah, das Ochsenfrosch-Puzzle hat eine einfache Lösung. Es gibt mehr, als das Auge sehen kann in diesem Ort. Okay. Die Höhen des Nordens haben versteckte Gegenspieler. Also werden wahrscheinlich mehrere Säulen sein, die verschiedene Höhen haben. Und davon gibt es nochmal Säulen, die man nicht sehen kann. Okay, hier werden wir bestimmt nochmal zurückkehren müssen, um die ganzen Sachen neu zu lesen. Oh, und ein Schrein. Also ein Ankh. Dich benutze ich mal. Und zwar hätte ich gerne mehr Angriffskraft. Also mehr Schwert und Keule. Die sind recht rar, die Punkte, die wir teilen können. Defense wäre auch nicht schlecht, den kriegen wir nicht ganz viel Schaden. Mana wäre aber auch nicht schlecht und so weiter und so weiter. Tauschen auf keinen Fall. Tracking haben wir noch, Springen haben wir noch. Genau, ich bewahre mir den Punkt doch erstmal auf. Dies ist kein Mantra, ja, das ist richtig. Ich bewahre mir den Punkt mal auf, falls wir überhaupt noch einen haben, was ich mir sicher bin. Denn es könnte gut sein, in dem einen der Schriftrollen stand ja was von Springen in das Sehende, um in das Ungesehene zu kommen. Was ist, wenn wir höher springen müssen, als wir es können? Also ohne das zu steigern. Das wäre nicht so schön. Offizier der Trollwacht. Niemand drin. Oh. Wachen. Okay. Schatzkammer. Oder Schatzkämmerer eigentlich. Also derjenige, der sich um die Schatzkammer kümmert, ist da. Können wir mit dir wenigstens handeln. Ich bin Darek, ein Ritter und ein Arbeiter. Wer bist du? Ich bin Gerugon und ich bin auf einer Queste. Was ist dein Handwerk? Ich schleife Edelsteine und bearbeite Metall. Es ist harte und anstrengende Arbeit. Besonders mit schlechtem Werkzeug. Mir fällt gerade das Ding da ein. Also wir könnten ihm den Schleifdingens von Kabiros geben, aber ich weiß nicht so wirklich, ob das eine gute Idee ist. Doch. Würde dieser Gegenstand dir helfen?
Ich kann dies nicht nehmen. Na gut. Dann nicht. Ha. Also wir haben die Möglichkeit, ihm das zu geben. Aber er meint wohl, das wäre was, was dem Avatar würdig wäre und so weiter und so weiter. Vielleicht hätten wir doch sagen müssen, doch, ich bestehe drauf. Aber es kann auch sein, dass es eine Sicherung vom Spiel ist, dass wir nicht Sachen verschenken, die wir brauchen, um das Spiel zu beenden. Also merken wir uns einfach, dass wir ihn hier abgeben könnten.